Die nachfolgende Sendung ist... Eine 6. Guten Morgen. Wer ist das? Die nachfolgende Sendung ist... Eine 6. Guten Morgen, guten Mittag, oder auch. Habt ihr mich vermisst, liebe Leute? Nein. Perfekt, ich euch auch nicht. Ich hatte auf der Dienstreise die Möglichkeit, meine Arbeitskollegen Mickey und Trimax nochmal in einem ganz anderen Licht kennenzulernen. Mickey, was dazu? Mickey, ja. Etwas. Ich komm vorhin bei mir ins Zimmer und ich denk so, Digga, warum stinkt's hier so? Ich sag so vor mich hin, oh, Digga, was stinkt hier so? Und plötzlich links neben mir, ich habe mich übel erschrocken, sitzt der einfach auf dem Klo und ist bei uns am Scheiß. Liebe Leute, das Ding ist auch, Mickey hat sich den Arsch danach nicht abgewaschen, sondern ist einfach direkt in den Pool gegangen und meinte so, ja, die Poolpumpe klärt's. Junge, what the fuck, der ist mit beschissenem Arsch in die Poolpumpe reingegangen. In den Pool, damit... Jeder von uns hat sich eine normale Portion zu essen bestellt. Und ich weiß nicht, was bei Max los ist. Aber ja. Alles klar. Max ist auch mit Brot. Ist auch mit Brot. Dicker, bei dem waren die Lampen so anders an. Der hat sich nicht mehr bewegt. Der hat sich nicht mehr bewegt. Der hat sich nicht mehr bewegt. Der saß einfach nur und hat so genickt. Und in seinem Kopf war die ganze Zeit, ich muss nach Hause, hier dreht sich alles. Das ist doch das von Niklas Wilson. Und ich freue mich natürlich wieder unglaublich zu sehen, was ich jetzt auf YouTube verpasst habe, liebe Leute. Ja? Schauen wir doch einfach mal rein. Okay, ich hab ihn. Sehr gut, ich merke das aus. Und ja, mach das Klo vom Tor auf. Ja, ja. Was ist das? Hatte die gerade so eine RAF-Terrormaske an? Hatte sie gerade so eine Maske an? Bro, was ist das? Hä? What the fuck, Alter? Das ist ganz weird. Ja, Junge, what the fuck? Wieso habe ich eine Erektion? Och, nö. Hä? Wieso habe ich eine Erektion? What the fuck? Hä, wie weird. Warum? Egal. Entführungs-ASMR einfach. Ja, mach das Klo vom Tor auf. Ja, ja. Also, du seine Pupillen sagen, komm, Reaktion. Ach, Mann. All das, was ich dir jetzt sagen werde, wirst du sowieso später vergessen, weil wir dich schön mit Substanzen vollpumpen werden. Was ist das? Was ist das? Das ist doch irgendwie... Oh, ich weiß nicht. Ich kann das alles nicht mehr. Oh, nee. Oh, ist das seltsam. Oh, ist das seltsam. Oh Gott, Alter. Warum ist das so? Warum ist das so? Wieso? Warum? Hä? Digga, das ist einfach... Was ist das für ein, Roleplay, Digga? Was ist das für ein Roleplay? Was ist das? Wer macht so ein Roleplay, Digga? Was ist... Oh. Bei den Schiebzen, oh. Hört mich schon so ein bisschen anders an. Raus aus meinem Chat und komm nie wieder, Junge. Ja, hättest du dann Bock, heute das Raubüberfall-ASMR zu drehen? Ja, da hätte ich wirklich mega Bock drauf. Lass uns das heute zusammen aufnehmen. Ist er bewusstlos? Ich glaube, wir haben ihn, Jefferson. Jefferson! Nee, da bin ich wirklich wieder froh und glücklich, zurück hier in Deutschland zu sein, um auch in Zukunft diesen Content wirklich direkt anschauen zu können. Okay, ich hab ihn. Im Leben ist... Okay, ich hab ihn. ...ist es wichtig, Mentoren zu haben oder Vorbilder. Ich hab nur gefolgt, um zu sagen, benehme dich mal deinem Alter entsprechend. Und... Wann? An denen man sich orientiert. Findest du dich manchmal selber peinlich? Nee, nicht mehr, weil ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Ich muss persönlich sagen, ich habe da Jeremy Fragrance als meinen ganz persönlichen Mentor gefunden. Ich finde einfach, Alter, seine Lebensphilosophie... Jeremy Fragrance, das ist sowas von mein Spirit Animal, no joke. Sophie schiebt dabei gern sein. Zieh da meinen geilen Body rein, Alter. Fuck! Die Strategie und die Herangehensweise, die er hier wählt, ist einfach unübertroffen. Er hat immer nur Leute zu sich eingeladen. Mhm. Auf seine Ranch. Ihr müsst alle zu mir, auf meine Ranch kommen. Das ist unser Konzept, oder? Was für eine Ranch? Jeremy? Natürlich. Ja, ihr macht das richtig. Und ich habe dann gesagt, weißt du was, ich mach das auch. Ich will auf Jeremy Fragrance seine Ranch, Digga. Ich will da mit ihm reiten gehen. Dann habe ich erstmal gar nichts mit niemandem was gemacht. Und dann habe ich gedacht, Mann, scheiße, ich gehe jetzt doch erstmal zu Interview. Der Plan!
Papa Platt ist mein Spirit Animal, ach du Scheiße. Ist ja komplett aufgegangen, man sagt, er versteht. Fuck! Jetzt bin ich mal gespannt, auf welche Sachen bei der Frau er zum Beispiel so Wert legt, weil zum Beispiel bei mir ist es ganz klar, der Humor oder zum Beispiel sowas wie große... Worauf stehst du denn? Was sind so deine Parameter? Also, tja, auf alle Arten von Frauen stehe ich. Geil, geil. Alles klar. Okay, es ist ja wieder relativ... Mir ist es eigentlich auch komplett egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe doch echt keine Ansprüche. Ich bin auch niemand, der Ansprüche erheben darf. Wer läuft, der läuft, ne? ...aktiv geworden auf YouTube und der hat jetzt neulich ein Video gedreht mit einer Frau, die heißt Doina. Die hat mich nämlich anscheinend in dem Video bewertet. Jetzt bin ich krass gespannt, wie ich da weggekommen bin. Wie viele Punkte kriegt InScope von dir? Von 1 bis 10 auf der Skala. Ich mag seinen Humor. Von Humor her eine 8. Du musst ihn aber als Gesamtes bewerten jetzt. Okay, insgesamt eine 6. Das heißt, also, mein Aussehen beläuft sich hier auf einer entspannten 4. Ja. Da bin ich ja nochmal richtig gut weggekommen, oder Leute? Nachdem ich jetzt hier mit meiner 4 im Aussehen natürlich nochmal gut weggekommen bin, liebe Leute, interessiert es mich natürlich, wie ist es auf Mallorca? One-Night-Stands im Urlaub. Oh, nee, Mark. Wie heißt der? Mark Eggers. Wieso hast du deine Haare wieder gefärbt? No-Go oder kann man machen? Es ist mir viel zu unsicher. Wie unsicher? Du kannst ja verhüten. Ja, aber ich weiß ja nicht, wie dumm der sich anstellt. Das ist er sowieso. Was heißt, das ist er ja sowieso? Jeder Mann ist für dich schlecht? Nein, aber... Da hast du mich aber noch nicht im Bett gehabt. Ja, das weiß ich ja noch nicht. Kann man ja mal ausprobieren, oder? Können wir mal ausprobieren. Mark Eggers, lass die Frauen in Ruhe. Liebe Leute, der Typ ist sowas von drin. Malle ist dein neues Zuhause, das ist dein Revier, Junge. Und Marc, bitte wundere dich nicht, wenn das genau gleiche Format an dem genau gleichen Spot von mir demnächst erscheint. Jetzt sind wir schon wieder hier an dem Punkt. Wir fragen uns alle, warum haben wir das Video bisher so lange geguckt? Warum habe ich noch keinen Daumen nach oben gegeben? Warum habe ich den Kanal noch nicht abonniert? Wisst ihr, Leute, Fragen über Fragen über Fragen. Und ich denke mir einfach nur, verpisst euch, meine Güte. Ist es Max K06, mein Aquarium brennt. Danke. Das ist wieder ein Scheißvideo gewesen. So, genug Schabernack. Nein! 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 Oh mein Gott, nein, ich hab's verpasst. Ich war im Kino. Ich hab Fast and the Furious geguckt. Und ich hab die Amtor Gaming Night verpasst. Oh nein, oh nein. Bitte, gibt's irgendwo Highlights davon? Oh mein Gott, ich wollte so viel Scheiße in den Chat schreiben. Oh mein Gott, ich Idiot, hab gestern ein Date gehabt und... Wieso? Ich war im Kino! Ich wollte Philipp Amthor beim Game sehen, Alter! Oh nö! Oh, fuck, Alter! Oh, wie dumm! Oh, wie dumm, Alter! Fast and Furious war so dumm! Bro! Bro, der ganze Film ist so stupid gewesen! Die waren im Weltall! Ach, scheiß drauf, ich spoilere hier doch nicht.